Ja, das ist immer das Schwierige, zwei so spannende Vorträge und dann immer auf die Uhr zu gucken und immer so einen Tritt zu geben und zu denken, aber eigentlich ist das ja auch so, ist das ja auch so toll. Ich knabber Ihnen noch ein kleines bisschen die Mittagspause an, nur damit Sie die Gelegenheit haben, vielleicht nochmal was rückzufragen, was reinzuwerfen. Kommen Sie doch bitte nochmal beide zu mir, beide, einmal beide Vortragenden, damit nachher keiner sagt, das hätte ich aber gern noch gesagt, das habe ich nicht verstanden, da möchte ich gerne eine Gegenrede halten. Möchte denn jemand? Niemand? Keine Anmerkung? Ich quäle den? Nee, ich eigentlich nicht. Ich gehe sonst immer rein, aber jetzt überlege ich, ob ich es wirklich dann tun soll, weil sie bestimmt schon alle unterzuckert sind, ne? Der Tod, das machen die doch. Der Marius. Und ich weiß nicht, wie der Kollege daneben heißt. Ja, ich bin Veronika Spogis vom LWL Landesjugendamt Westfalen in Münster. Ich habe keine Frage, sondern wollte noch eine Ergänzung geben zu dem von Dr. Deinet, diese Erläuterung mit den temporären Bildungsräumen. Im letzten Jahr wurde ein Projekt mit Landesmitteln gefördert in 4 Städten in NRW oder in Westfalen-Lippe. Da ging es darum, temporäre Jugendzentren einzurichten. Und die Idee war von der LAG Kunst und Medien, glaube ich, dass sie Jugendliche, Kinder, Jugendliche eingeladen haben, sich Leerstand in ihren Kommunen anzuschauen. Sie hatten dann mehrere Monate Zeit, Leerstand anzufragen und mit unter Einbindung von der Nachbarschaft, von anderen, also von der Bevölkerung drumherum oder andere Geschäfte, diesen Leerstand einzurichten für 2 Wochen Kulturzentrum in den Herbstferien. Und das war in allen 4 Kommunen richtiger Erfolg. Die Jugendlichen haben sich sehr engagiert. Die Bevölkerung drumherum ist eingestiegen, hat mit tapeziert, hat mit Bühnen gebaut. Also ich fand das eine ganz gelungene Idee, wirklich mal Leerstand, der da ist, leere Geschäftsräume in den Innenstädten einfach mal anders zu nutzen. Und es ist da ganz viel Aktivität und ganz viel Energien bei freigesetzt worden. Ja, voneinander lernen ist ja auch ein großes Thema hier. No, ich wusste das doch. Jetzt reichen Sie das mal kurz hinter sich. Danke. Sehr interessant beim Vortrag von Herrn Deinet, fand ich auch, wenn man das mit unserer Situation bei den Flüchtlingen mitdenkt. Wir haben immer noch viele Flüchtlinge, die in Unterkünften wohnen, auch jetzt noch. Und da haben sich auch ganz interessante Strukturen ergeben, wie die Bewohner in den Unterkünften lernen, was es für soziale Strukturen gibt und welche Angebote sich da ergeben haben und was Sinn macht und was nicht. Das hat mich unglaublich jetzt daran erinnert. Ich habe selber in der Unterkunft gearbeitet und wir hatten zum Beispiel am Ende nach einem Jahr die Institution eines Bewohnerrates, wo dann auch versucht wurde, demokratisch Entscheidungen zu treffen, wie es in der Unterkunft mit bestimmten Themen weitergehen soll. Das so als Denkanstoß. Ja, danke schön. Da. Danke. Mein Name ist Rolf, das ist ein Nachname. Und ich arbeite an der Akademie für pädagogische Führungskraft in Dortmund. Was mir durch den Kopf ging bei den wunderbaren Vorträgen, bei den beiden wunderbaren Vorträgen, die auch völlig zu Recht sagen, in den bisherigen Konzepten der Bildungslandschaften kommt das alles nicht vor, was Sie uns so anschaulich und eindringlich vorgetragen haben. Aber mir ging doch etwas Kritisches durch den Kopf, ob man nicht Lernen und Bildung unterscheiden sollte. Nicht alles ist Bildung, was bei Coca-Cola und in den McDonald's-Einrichtungen passiert. Lernen ist es aber allemal. Und Bildung ist ein Stückchen anspruchsvoller. Und wenn wir von Bildungslandschaften reden, sollten wir uns vielleicht bemühen, diesen Begriff zu klären. Das ist mehr als Humboldt. Bei Humboldt kam Arbeit nicht vor, Sexualität nicht vor und Politik nicht vor. All das ist, glaube ich, wichtig.
Und bei Humboldt kam auch Haltung nicht vor. Partizipation hat mit Haltung zu tun, ist mehr als Lernen, ist schon Bildung, würde ich sagen. Also ich denke, diese Klärung, sonst gibt es eine Inflation des Bildungsbegriffs. Wenn alles Bildung ist, dann weiß ich nicht mehr, was Bildung ist. Da gibt es ganz viel Zustimmung, höre ich. Ja, sagen Sie ja. Sie haben zwei Mikros da, wenn Sie... Ich kann Ihnen da zustimmen, dass es tatsächlich, wenn wir Fachleute sich unterhalten, lohnt, genau diese Klärung herbeizuführen. Aber unterm Strich ist es doch nicht schlimm, wenn Bildung inflationärer benutzt wird. Klar muss man dann im Detail gucken, was wird damit wirklich gemeint. Ne? Aber an sich, ich sage mal, finde ich es tatsächlich, um mehr Menschen mitzunehmen, die für sich persönlich nicht unterscheiden zwischen Lernen und Bildung, ist es... würde ich nicht drauf drängen. Ich komme aus der Einzelhandelsforschung und wissen Sie, wie oft ich versucht habe, meinen Kollegen beizubringen, Supermarkt ist eine andere Betriebsform als ein Discounter. Und der Bürger hat mir gesagt, ist mir doch egal, das ist für mich alles Supermarkt. Ne? Also es ist so, wo ich sage, nah vor Ort bringt uns diese Unterscheidung nicht weiter unter uns Experten und auch gerade für die Diskussion, wie gehen wir um mit der Entgrenzung des Pädagogischen, was ja so ein Stück weit, ne, also wenn ich die Visionen auch meiner Kolleginnen und Kollegen sehe, ne, da würden die Pädagogen sagen, was haben wir denn, das ist ja irgendwann alles Bildungsraum, der gestaltet wird, ist ja auch ein Horrorszenario, das kann ich auch tatsächlich unterstützen. Und für die Fachdebatten müssen wir da tatsächlich aufpassen, da finde ich das einen wichtigen Hinweis. Gut, Sie schütteln den Kopf, alles gut. Nö, verstehe ich dann so. Da oben auch, na. Hier unten habe ich nicht gesehen. Aber dann mache ich erst hier und dann gehe ich hoch. Dankeschön. Mein Name ist Katja Gerdes von den Transferagenturen für Großstädte und einen ganz großen Dank an Sie beide für diese wirklich anregenden Vorträge. Und ich habe auch keine Frage, sondern nur noch mal, ich möchte meinen Dank verstärken an Sie, Herr Professor Deinet, mit den Beispielen Mini-München und Düsseldörfchen. Die fand ich wirklich wunderbar. Und werden mir dann nochmal darüber Gedanken machen, ob man sowas auch auf andere Städte transferieren kann, diese Konzepte, weil ich finde, wir leben in Zeiten, wo sich zunehmende Teile der Bevölkerung abgehängt fühlen. Ob das nun zutrifft oder nicht, mag mal dahingestellt sein, aber es gibt eine wahnsinnig große Politik- und Demokratieverdrossenheit und ich glaube, wir brauchen moderne Konzepte, um Kinder und Jugendliche zu erreichen, um eben Demokratie zu leben, einzuüben, Partizipation und Beteiligung und deswegen... Also wirklich gerade Mini-München mit 2000 Kindern pro Tag, das ist Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Allerdings muss ich noch eben sagen, mein Besuch war etwas getrübt davon, dass es in den 3 Tagen gerade einen Überfall gab auf die Sparkasse. Also das heißt, die Jugendlichen spielen sozusagen auch die Welt in allen Facetten nach und dem musste man dann nachgehen. So, ich habe eine letzte Wortmeldung hier. Ja, hallo, ich bin Sonja Noderer. Ich habe gerade neu angefangen als Bildungskoordinatorin in Wuppertal. Und vielen Dank auf jeden Fall für die sehr anregenden und inspirierenden Vorträge. Für mich ist das ganz spannend, denn mein Fokus oder mein Thema ist die Vernetzung von ehrenamtlichen und institutionellen Bildungsangeboten für Flüchtlinge. Deswegen ist das natürlich nochmal sehr spannend für mich, über die informelle Bildung zu hören und über die Wichtigkeit eben der Bildung im öffentlichen Raum, in der Zivilgesellschaft. Ich wollte aber nochmal fragen, wie diese Verortung von Bildung im öffentlichen Raum zusammenspielt mit Bildung über digitale Medien im Internet. Viele Jugendliche und Kinder ziehen sich ja in den digitalen Raum ein bisschen zurück. Die Flüchtlinge orientieren sich auch oft erstmal über soziale Medien, über soziale Netzwerke. Da läuft ja auch ganz viel Bildung ab. Wie spielt das zusammen mit dieser räumlichen Bildung in der Stadtplanung? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Es ist letztendlich so, die Jugendlichen, ja, sie sind im virtuellen Raum, sie sind in Gedanken ganz woanders, aber sie sitzen ja physisch schon im öffentlichen Raum. Und da sind wir wieder genau bei der Frage, die Herr Deinet ja angesprochen hat. Also wo haben denn Jugendliche oder auch Kinder die Möglichkeit, sich zu treffen? Haben wir in der Planung da auch tatsächlich entsprechende Räume gesichert? Im Übrigen sind nicht unsere Problemgebiete in dem Moment die soziale Stadtgebiete. Das sind gar nicht so unsere Problemgebiete in der Planung, wenn es darum geht, Räume für Jugendliche zu schaffen oder aber auch Leerstand zu öffnen für Jugendinitiativen. Also da freut sich, glaube ich, jedes Quartiersmanagement über solche Initiativen. Also das ist nicht unser Problemfeld. Unser Problemfeld sind tatsächlich unsere pittoresken Innenstädte, ja? Tourismusstandorte. Da Raum für Aneignung für Jugendliche, ganz schwieriges Brett.
stört das Ortsbild, passt überhaupt nicht mit den Tourismusströmen, mit den Kurgästen zusammen. Da haben wir Probleme, für, also tatsächlich Räume für Jugendliche zu schaffen. Und ansonsten, glaube ich, stehen wir noch am Anfang von den Auswirkungen, die es hat, also, also von der Tatsache, dass Jugendliche viel mehr noch hier nah und fern verknüpfen, hier sind und dort sind, nicht nur aus Büchern lernen, sondern im virtuellen Raum. Und wir fragen uns in der Planung schon, was ist denn die nächste Generation von gebauter Raum für Bildung? Da rede ich jetzt tatsächlich Hochschulen beispielsweise oder aber auch Schulen. Was ist denn, wenn Bildung mehr und mehr in den virtuellen Raum abwandert? Was ist denn dann? Das Professor ist tatsächlich ein Zukunftsthema, wo wir noch keine Antworten haben. Wie dann tatsächlich gebaute Bildungsinfrastruktur in Zukunft aussehen wird. Wir haben Bibliotheken, wo kaum noch Studenten hingehen. Das ist die Tatsache. Das heißt, zukünftige Bibliotheken werden anders aussehen. Ich kann Ihnen aber noch nicht sagen, wie. Also ich würde Sie gerne aufrufen, mehr zu tun zur Revitalisierung des öffentlichen Raums für Kinder und Jugendliche. Das ist, glaube ich, auch deutlich geworden. Und Jugendliche sind schon Meister der Verknüpfung von Räumen. Das konnte man im letzten Jahr auch bei diesem Pokémon Go-Hype sehen. Und ich habe jetzt eine sehr schöne Masterthesis gelesen. Ich verstehe ja selbst nichts davon, aber dadurch lernt man ja auch noch was, die sehr schön beschreibt, wie sozusagen diese Verknüpfung vor sich geht und wie auch, wie das auch zu einem interessanten Auftritt von Jugendlichen im öffentlichen Raum geworden ist. Also das können die. Was wir jetzt können, ist Mittagessen erstmal. Genau, sind alle hungrig, aber ich wollte das jetzt auch nicht ohne Diskussion irgendwie so in die Mittagspause überführen. Vielen, vielen Dank.